die Umgebung erkunden. Das kann ich gut. Oh, ein Regenschirm, den hätte ich jetzt gebrauchen können. Oder, beziehungsweise vorhin. Keep out. Gut, dann nicht da lang. Da steht Keep out. Ich schaue mich vielleicht erstmal um. Bevor ich dieses, Hallo? Ist irgendjemand hier? Schild. Okay, was ist das? Erste-Hilfe-Spray. Okay. Das ist so ein Rechner, der so lustig blinkt. Was er wohl sagen möchte. Was ist das? Pistolenmunition. Wie praktisch. So, was ist das? Eine Schreibmaschine. Ah, zum Speichern, oder? Ich tippe mal meine Geschichte hier ein. Ah, hier kann ich Stuff reinlegen. Ich glaube, den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Den kann ich hier ablegen. Was ist das? Könnte ich das hier abreißen? Na, möchte ich aber jetzt vielleicht noch nicht. Ich schaue mich noch weiter um. Okay. Eine Tür mit einem Peak drauf und einer Aussparung. Interessante Polizeistation. Was ist das? Hier kann ich etwas reinlegen. Klar. Wenn man viel zu schauen, ist ja fast schon anstrengend, wenn man selber durch die 3 Stunden durch. Selbst. Was? Sind 3 Stunden durchrast? Sorry, ich schau mal halt gerne alles an. Das ist mein erstes Resident Evil, das ist so. Also, ja, gut. Wahrscheinlich habe ich. Na, wohl noch länger ist. Das andere habe ich noch nicht gespielt, aber so annähernd. Ja, ich weiß natürlich, dass in Resident Evil gern mal alles mit Rätseln versteckt ist. Hier ist ein Code, den ich irgendwann rausfinden muss, wie es ausschaut. Okay. Ich habe zumindest mal das Let's Play zu Resident Evil 7 gesehen. Sprich, ich weiß so ein bisschen, dass das mit diesen Aussparungen rumspielt. Ja, ich brauche einen entsprechenden Schlüssel. Ach, Schlüssel mit dem Peak-Symbol. Okay. Das ist der Peak-Schlüssel. Das ist eine Karte. Oh, Munition. Kombinieren. Wie praktisch. Ja, war es doch ganz cool, dass ich hier oben war. So, jetzt noch die andere Seite. So. Oh, die Tür hat gar nichts. Traue ich mich da jetzt rein? Knarz. Oh, ein Automat. Was zum Trinken holen? Nee. Anscheinend kein Kleingeld. Huch, eine Pflanze. Grünes Kraut. Gut, da kraut's mir ja. Ah, da ist wieder ein Schlüssel. Nicht ein Schlüssel, Tür mit dem Dingsymbol. Na? Die Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Zum Beispiel diese Polizeistation. Tatsache, die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. Wer hätte das jetzt gedacht? In dem befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in den Eingangshallen erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Wahrscheinlich kommen wir da auch noch hin. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude. Also, hab ich's gehört? Egal. Das Gebäude ist für Buntglasfenster bekannt, das Besuch aus aller Welt anzieht. Also, das war's schon. Irgendwas knarzt da unten verdächtig. Das ist ein sehr alter Bildschirm. Na gut, gehen wir mal runter. Station konnte sich anscheinend keine neuen leisten. Obwohl, in welcher Zeit spielen wir? Ich muss korrigieren, ich habe das Spiel mittlerweile in 2,5 Stunden durch. Also sprich, wenn du jetzt parallel mit mir anfängst, wirst du fertig sein, während ich wahrscheinlich vielleicht 10% des Spiels gesehen habe. Schätzungsweise. Gut, vielleicht 15%. Okay. Jemand muss doch hier sein.
steht hier drin. Ich glaube, der macht nicht mehr lang. Sollte den Typ suchen. Ostkorridor. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist das da drüben. Oder? Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position der Umgebung anzuziehen. Er zeigt auch interessante Details über Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Oh mein Gott. Okay. Genau, hier Raum der Wache. Das heißt, hier durch, hier rüber, da rum, hierher. Ja. Wird durchsucht. Komplett durch. Ich habe das noch nicht komplett durchsucht. Vielleicht, weil ich das noch nicht gelöst habe, das jetzt mal. Moment, Orientierung. Da. Na gut. Aktivieren. Hä? Ach so! Natürlich. Ew. Weiß gar nicht, ob das eine kluge Idee war. I guess not. Die Halle bin ich, Funzel. Ist auch am Start. Okay, kurz erst abchecken. Hier ist... Ist das Wasser? Nee, sah das so aus. Doch, es ist Wasser. Hier fehlt eine Sicherung. Und ich habe keine weitere Sicherung. Warte mal, wie war die Karte? Ich muss ja einmal außen rum. Bis hierher. Und das ist ein Büro. Da könnte ich abkürzen, theoretisch. Das kann ich nicht, weil zu. Ist da dran was? Das ist Licht. Ansonsten sehe ich da nichts. Hast du da geknarzt? Sporttaschen, Getränkeautomaten, Tür, durch die ich nicht kann. Langer Raum. Was war da drin? Presseraum. Oh, hier beide Türen auf. Hier liegt jemand. Lebst du noch oder stirbst du schon? Irgendwas mitnehmen? Nee, Mikrofone. Da leuchtet irgendwas. Hey, du. Hey, listen. Das ist noch mehr Munition. Okay. Hm. Licht. Praktisch. Ist das sonst noch was? Nee. Das ist noch eine Kassette. Hier gibt es Kassetten. Das Spiel muss alt sein. Jetzt, dass ich leicht übersteuere. Mickey übersteuert. Muss ich mein Mikro ein bisschen runterschalten. Was? Achso, halten. Okay, Cleaning in Progress. Yeah, sieht man. Hat ein bisschen zu gut gemeint. Hydrant. Kann ich hier was machen? Nein, kann ich nicht. Stimmt, das Symbol war nicht da. Da kann ich hier nichts machen. Lass mich rein. Wahrscheinlich hätte ich einfach... Oh Gott. Ich würde keine... Was ich vernehme, keine Überstellung. Allerdings kann ich mich auch nicht mit Steuern aus. Okay, dann soll es ja passen. Achso, da brauche ich was, um das zu machen. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Ah! Ich hol sie aus! Oh nein, an die Szene erinnere ich mich. Also, ich habe das mal gesehen. Der schafft's nicht raus. Oh nein. Ja. Yeah. Du Scheiße. Er schafft es ja nicht raus, ja.
Aber jetzt kann er nicht mehr aufs Klo gehen. Glaube ich. Notiz eines Polizisten. Okay. An der Statue kann man was einsetzen, das einen Gang öffnet, mit dem man dann von unten in die. Okay, in den Geheimgang, in den die Parking Area kommt, um dann am Ende rauszukommen. Und hier hat er noch irgendwie so ein lustiges Pferd mit Schild integriert. Hier sind die Symbole. Ohne Hintern und Genital muss er auch nicht mehr aufs Klo gehen. Das ist aber praktisch. Ja, total. Bei dem Löwen muss man das eingeben. Bei dem Einhorn muss man die Symbole eingeben. Und bei der Frau diese Symbole. Okay, praktisch. Du bleibst bitte draußen. Wow, wow, Hilfe! Bist du blöd? Bist du bescheuert? Bin ich tot? Weil er mich gebissen hat? Warte, muss ich die töten? Nee. Scheiße! Die sind überall! Ach komm. Ach komm, ach, ich komme nicht daran vorbei. Ah, okay. Moment. Ah, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Warning. Warning, warning, warning. I'm out. Jetzt werde ich auch so aufgeschlitzt wie der andere. Nein, werde ich nicht. Oh doch, werde ich schon. Tritt ihm ins Gesicht. So geht's auch. Ja. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Er schaut auch nicht so gesund aus. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir.